muss ich echt aufpassen, dass ich nicht zu euphorisch werde. Dass es nicht in Lobhudelei ausartet. Hallo zusammen, Peter Zettel hier für Amazoner.de, heute mit dem Pearl President Set. President Deluxe, genauer genommen. Das Original Pearl President kam 1966 raus und war damals so das erste Profi-Drumset, das Pearl unter eigenem Namen auf den Markt gebracht hat. Heute feiert man das 55-jährige Jubiläum des President und das 75-jährige Jubiläum von Pearl. Hat man sich gedacht, Vintage ist immer in. Bringen wir das Ding nochmal raus. Jetzt macht es ja im Prinzip jeder Hersteller. Manche machen es besser, manche, naja. Das ist ein Knaller. Also damit hat Pearl wirklich alles richtig gemacht. Es gibt ein paar winzige Kleinigkeiten, die ich zu bemängeln hätte. Das ist aber auch völlig irrelevant, weil das ganze Ding als Paket ist der absolute Hammer. Und ich hatte selten in letzter Zeit so viel Spaß mit einem Testset. Und wenn ich so eins gebrauchen könnte, was ich leider gerade nicht tue, beziehungsweise schon sowas habe in der Art, dann würde ich es einfach nicht mehr zurückgeben. Was wir hier haben, ist die optisch ziemlich genaue Neuinterpretation des Sets aus den 60ern mit diesen ziemlich coolen Lugs. Ich glaube, Battleship Lugs heißen die bei Pearl. Bitte. Einem grandiosen Blue Swirl Finish, Folie natürlich. Und einigen Features, wie man sie von Sets anno dazu mal kennt, wie zum Beispiel den Beckenhalter auf der Bassdrum, grandiose Sache, finde ich. Dann haben die Toms Innendämpfer, verstellbare. Was ich großartig finde und völlig konsequent, die Toms, es gibt eine Konfiguration mit 12, 14, 20 und 13, 16, 22. Und das 12er oder 13er Tom, die haben überhaupt keine Tom-Halterung. Die muss man auf den Snare-Ständer stellen, so wie es sich gehört für so ein Set. Nichts mit Halterung, Bassdrum, alles moderner Quatsch gibt's nicht. Keine Tom-Halterung dran, finde ich super. Die Kessel sind aus Luan, spricht man das so aus? Korrigiert mich. Das sind sechslagige Kessel, glaube ich, 7,5 mm. Haben 45 Grad Kanten, die leicht abgerundet sind. Und das klingt fantastisch. Die
Die Bassdrum wird geliefert mit einem Bassdrum-Kissen, das ihr auf so einem Klettband in verschiedenen Positionen da reinmachen könnt, mit verschiedenen Dämpfungsgraden. Außerdem, sehr cool, mit einem Filzstreifen zum Dämpfen. Und genau das habe ich mal gemacht. Das Kissen leicht ans Schlagfell und den Filzstreifen ans Frontfell. Und es klingt großartig. Fazit. Ich habe es ja schon vorweggenommen. Ich finde das Ding Knaller. Es klingt gut, es sieht gut aus, es ist super gemacht und es kostet die drei Trommeln 12, 20, 14 knapp 1700 Euro. Wenn ihr auf der Suche nach einem Vintage-Set seid, guckt euch das auf jeden Fall an, hört es euch an und zieht es in Betracht. Damit kann man absolut nichts falsch machen. Schlepperei habt ihr auch nicht damit, denn es ist sehr leicht. Also mir fällt eigentlich kein Grund ein, das Set nicht haben zu wollen. Bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf. Ciao.